Also, es sieht nicht so aus, als ob wir jetzt in die 8. Arena reingehen könnten. Wir müssen den Arenaleiter Galanto, wie wir bereits erfahren haben, wohl irgendwo noch suchen. Wir hörten, er wäre im Irrwald. Hören wir uns mal weiter um. Was sagt Guido? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Wenn du nach dem Arenaleiter suchst, ist momentan leider außer Haus. Er sollte sich irgendwo im Irrwald aufhalten. Jo, danke. Direkter Tipp, ja. Aber in der Tat, ne, das haben ja schon andere Leute im Dorf gesagt. Nämlich sie, oder? Nee. Ich muss die Erkundung der Stadt noch kurz vollenden. Noch in ein paar Häuser reingehen. Ich glaube, da haben wir schon über die Hälfte. Zum Beispiel der, der den Starter-Pokémon noch gute Attacken beibringen kann. Aber ich musste ablehnen. Wir sind vom Charakter her völlig gleich. Na, wenn ihr das sagt. Könnte meinen, ihr rennt den ganzen Tag. Stell dir vor, man hat so eine Wohnung. Wir sind total synchron. Nö, hab ich verhindert. Wollen wir tauschen? Wenn Cesurio gegen einen Pummel, uff. Uff. Da kann man wohl nichts machen. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Wenn ein Pokémon einfriert, kann es absolut nichts mehr machen. Man muss aber auch sagen, dass es nicht gerade leicht ist, ein Pokémon einzufrieren. Ja, aber heutzutage tauen die ja manchmal sofort wieder auf. Das ist ja Quatsch. Früher war es das Todesurteil, war das Pokémon quasi besiegt. Ich wüsste zu gern, was du mit deinem Team auf deinen Reisen so alles gesehen hast. Ja, frag mich doch. Wo geht's hier lang? Okay, zwei verschiedene Ausgänge der Stadt. Im Süden ist das. Oh, neue Kleidung! Vielleicht wirklich mal winterfeste Kleidung. Das ist ein bisschen unrealistisch, dass ich hier so lang laufe und hab nichts an und so. Was ist denn hier alles? Rolli ohne Ärmel? Ja, ohne Ärmel ist Blödsinn, oder? Auswahl ändern, bitte. Sieht alles nicht so. Also ich meine mich zu entsinnen, dass ich in Pokémon X auf jeden Fall so ein richtiges Winteroutfit hatte. Irgendwie ist das einfach nicht da. Du willst etwas anprobieren? Gerne, lass dir ruhig Zeit. Ja, das ist alles, was wir schon haben. Oder? Oberteil mit Halstuch ist nicht verkehrt, nur... das aus an mir. Bisschen erwachsener, oder? Als dieser Pulli. Der ist zwar nice und er sieht eigentlich auch warm aus, aber dann bist du auch wieder so ärmelfrei. So. Das ist so ungewöhnlich. Was findet ihr besser, das hier? Das sieht aus wie ein Schal und lange Ärmel. Wir ziehen jetzt, weil so kalt ist, wenigstens einen Schal an. Und die lange Jeans. Oder? Gibt's auch ein hellblau? Ne, die schwarze hat jetzt was. Hochbunt Ensemble. Das heißt, komplett ein, das ist ein zusammenhängendes Kostüm, ne? Achso, ist wie das. Achso. Ich habe ja genug Geld, ne? Da brauche ich jetzt eigentlich gar keine Rücksicht. Das hier wollte ich. So, Socken. Sieht man ja nicht. Oder die Strumpfhose. Weiter Stiefel. Das sieht auf jeden Fall winterfest aus. 10.000! Die nehmen es ja von den Lebenden. Ja, da haben die wohl keine neuen, oder was? 12.000 dafür, dass es genauso aussieht? Metallanstecker? Mach mal. Also wie gesagt, obenrum finde ich es immer noch ein bisschen frostig, aber besser als vorher, I guess. Und für die Abwechslung lassen wir das jetzt erstmal so. Wow, dieser Look steht dir wirklich extrem gut. Damit kommst du auf 4 Artikel und 33.600 Poké-Dollar. Ja, ist ja wie beim Ikea, ne? Du packst ein und am Ende kriegst du einen Schock. Heißen Dank, du hast guten Geschmack. Was ich jetzt auch gehört habe, vielleicht ist es nur für mich neu, aber dass man auch Amazon jetzt auch das anbietet, dass du einen ganzen Monat nichts bezahlst. Und dann am Ende alles abgerechnet werden muss auf einmal. Da denke ich mir, das hat auch nur zur Folge, dass man den Preis vergisst und einmal weiter shoppen, shoppen, shoppen tut, nur um dann eine Mega-Rechnung zu bekommen, oder? Wenn ich nicht aufpasse, kaufe ich den Laden leer. Aber dann habe ich wenigstens diese Rabattmarken. Damit komme ich hier alles zum halben Preis.
Ich bin auf der Suche nach Kleidung, die ich zu Hause und im Büro tragen kann. Schau mal wieder vorbei. Ich bin ein guter Kunde, oder? Ich lasse immer Geld da. Ja, danke, dass mein Look gefällt, ne? Das freut mich doch. Die Pokémon-Arena auch ganz prominent in der Mitte. Hat man auch nicht immer. Fractalia City. Eine Stadt kälter als jede Eiszeit. Ach, im Blizzard ist es kälter. Dank der kalten Luft, die aus der Arena entweicht, kommt hier der Sommer ohne jede Klimaanlage aus. Das wäre stark. Okay, für den Sommer ziehe ich her. Wie hieß dieser Kerl noch gleich? Flordelis? Wenn schon größenwahnsinnig, dann richtig. Hätte er den Bürgern von Kalos versprochen, sie zu retten, wären bestimmt noch mehr gefolgt. Hat er das nicht quasi? Mir gefällt der entschlossene Blick, mit dem du und dein Team mich anvisieren. Mein Sohn hat auch eins Escissia verlassen, um auf Reisen zu gehen. Ob sein Blick inzwischen wohl auch so erwachsen ist wie die der deine? Wer bist du? Wer ist der? Ist der jemand, den man kennt? Calems Vater oder so? Beherrscht ein Pokémon die Attacke Tatami-Schild? Ja, Gesundheit, ne? Ob ich nun hier irgendwo hingehe oder einfach hier bleibe, ist mir einerlei. Denn solange mein Pokémon bei mir ist, habe ich immer jede Menge Spaß. Spaß! Es ist deine Lebenseinstellung, das ist die Hauptsache. Das ist, wonach du strebst. Ich verlaufe mich ein kleines bisschen. Warte, ich muss mal wieder nach oben. Zumindest einen Schritt. Dann sind wir fast durch. Das Haus haben wir. Die haben die Attacken beibringen wollen. Bin ich hier noch weiter? Nee. Dann geht's hier noch nach oben. Da sind noch zwei Häuser. Heul! Geht mir genauso, Bruder. Es ist schon wieder Montag. Seit vielen Generationen schon bringt meine Familie sogenannten mysteriösen Pokémon-Attacken bei. Ich kann Keldeo oder Meloetta eine Attacke beibringen. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Ich habe sie zwar nicht, aber die Fähigkeit von Speckschicht spricht die Stärke von Attacken der Typen Feuer und Eis. Aber wie gesagt, ich habe keine Speckschicht. Nun ja, ich sag dazu mal nix. Ne? Du da, versuch mal das hier. TM Protzer. Nö. Protzer, pump den Körper auf, um Angriff und Verteidigung zu verbessern. Flordelis ist ein alter Freund von mir. Er hat immerzu nur versucht, die Not aller Menschen zu lindern und ihnen zu helfen. Doch irgendwann kam ihm der Starrsinn anderer in die Quere und er erkannte seine Grenzen. Was für eine Ironie, dass er so gelitten hat, weil er glaubte, die Welt könne nicht mehr geholfen werden. Er hat echt gelitten. So. Das ist eine Sache. Und hier? Bei sonnigem Wetter frieren Pokémon nicht ein. Echt? Bei Sonnentag. Gra-gra. Nie drüber nachgedacht, aber macht natürlich Sinn. Wenn ich hier so stehe, kommen mir Erinnerungen an eine kalte Region weit, weit weg. Vielleicht würdest du dir gerne das erste Lied anhören, das ich dort geschrieben habe. Ui, wie nett von dir, danke. Also das Lied geht so. Ist Blizzard? Oder? Das klingt auf jeden Fall absolut nach Diamantperl. Oder nicht? Korrigiert mich gerne. Das waren für mich absolute Diamant-Perl-Wipes. Okay. Heilung. Es geht jetzt in den Irrwald. Wir haben die Stadt soweit fertig erkundet. Ich möchte nochmal einen Blick auf die Karte werfen, um ein bisschen besser festzustellen, was Phase ist. Wir haben auch die VM-Kaskade, nicht wahr? Aber wir können die Kaskade stellen erst abklappern, wenn wir den Orden in der Tasche haben. Ich wollte Folgendes. Fliegen. Okay, Pokémon Dorf. Das ist die Irrwald. Und da kommt schon die Siegestraße, Freunde. Wir haben es fast. Das ist ja der Wahnsinn. So, du vor. Und du. So, Calamanero hat immer noch das Glücksei. Dafür muss er nicht mehr kämpfen, denn er hat jetzt schon viel gesehen in den letzten Parts. Und
Der Eingang zum Irrwald befand sich hier. Rein da, auf die Gurken, auf die Schurken. Route 20. Kann ich mal zurück? Oh je, wie ist denn das aufgebaut? Da ist der Moosstein! Die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn man es berührt. Erst im letzten Part haben wir über Glaciola und Fulipurba reden wollen. Hier findet man in der Kalos-Region also eine Möglichkeit, Evoli zu Fulipurba zu entwickeln. Das muss nämlich hier innerhalb des hohen Grases rund um den Stein passieren. Nicht wahr? Irrwald, hat er den System oder verändert er sich wild? Ich würde fast tippen, er hat trotzdem System. Das könnte sein. Wir wollen die stärksten Zwillingsschwester der Welt werden. Wir wollen dich... Ja, die sagen dasselbe. Gibt's da nicht sogar Arenaleiter? Zwillings-Arenaleiter? Da war doch auch was. Ich meine. So, Fee. Ich mag es, wenn man zwei Teammitglieder gleichzeitig auf der hohen Kante hat. Und endlich haben wir auch Stahl wieder dabei. Das ist ganz gut. Gift wäre halt auch praktisch, aber... Ich halt gerade nicht im Petto. Gibt auf jeden Fall den Rest. Ja, ich weiß, wie das aufteilen sollen, aber ich denke immer, dass Klavion zuerst angreift, ne? Ich denke immer, derjenige, der die Attacke auswählt, greift auch wirklich zuerst an. Dem ist ja nicht mal so, ne? Das ist ja auch nur angenommen. So, Törtchen, das wird dir so... wird dir gefallen. Veganje. Gegen Spezialattacken hat er geschützt. Ist ja praktisch, ne? Ist ja praktisch. Dann... ein Controller. Was nicht so Knuddler war physisch. Okay, dann knuddeln wir doch. Tschün, tschün. Ah! Wie doof ich bin. Warum bin ich eigentlich so doof? Ich muss noch ein bisschen was von denen haben. Schon wieder dieser Lux-Angriff. Wollte ich mir auch Hops nehmen, ey. Jetzt auch noch Reflektor. Ich glaube, es geht los. Gegen beides jetzt geschützt. Aber es wird nicht reichen, meine Damen und Herren. Hast du? Also mach einen Kopf zu! Das Dino Nugget greift an. Ich hätte gerne einen Nugget-Pokémon, einen Chicken Nugget-Pokémon. So, und du bleibst am Leben, weil... Jetzt kommt auch Lasho King. Ja! Immer auf dich drauf. Lasho King, ja, müsste trotzdem so normal effektiv sein, oder nicht? Er ist ja Psycho, aber trotzdem. Hm. Gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Also dieser Wald, ne? Ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu durchforsten. Versteht ihr den Wortwitz? Der war unfreiwillig. Freunde, der war nicht mal Absicht. Durchforsten. Ha! Versteht ihr? So, 2 gegen 1. Absolut unfair. Aber so passiert's gerade. Hat's befürchtet. Der kann was. Fleckmon ist kein Problem, ne? Da hapert es an allen Ecken und Enden. Aber Lamos und Lasho King, beide schon im Team gehabt, sind nur auch widerstandsfähige Viecher. Das kann man nicht anders sagen. Alles andere wäre gelogen. Aber dann müssen wir mal gucken, wie das hier heute läuft. Ich habe so ein bisschen Bedenken langsam. Wir haben verloren, aber wir wollen immer noch die stärksten Zwillingsschwestern der Welt werden, absolut. Nee, vergiss es einfach. Boah, das ist auch ein Weg nach unten.
Hier gerne Sackgassen. Das sieht nach einer Sackgasse aus. Zeit für ein bisschen PR-Arbeit in Sachen Pokémon. Ist die jetzt eine Trainerin? Das hätte ich auch nicht gedacht. Pokéfan Sophia. Sieht aus wie ein Öko. So, jetzt habe ich es gesagt. In diesem Wald. Umarmt die Bäume. Soll ich jetzt einfach mal so. Ey, das ist ja Fee, ne? Warte, die abgewehrt. Hatsumaru ist Typ Fee geworden. Ab Gen 6, also nimm das! Stahl! Stahl ist nicht sehr effektiv auf Wasser. Wirklich? Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum nicht? Da fehlt mir die Eselsbrücke. Stahl gegen Wasser. Na gut, wenn du mit so einem Stahlträger auf den Swimmingpool draufhaust, dann sagt das Swimmingpool dazu nicht viel, glaube ich. Der Stahl geht unter im Wasser. Das könnte natürlich... Ja, das klingt plausibel. So, dann bin ich jetzt meine Spiegelsalve erstmal los. Das war nicht so klug. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich tue immer unkluge Sachen. Das ist mein Beruf. Meine Lebenseinstellung. Da ist noch eine Fee. Jetzt hätte ich das gebrauchen können. Weißt du was? Äther. Jetzt reicht's mir aber. Ich will ja wohl einen Äther dabei haben. Also. AP-Erholung. Entschuldigung. Wir haben Äther und das nicht zu knapp. Unnötig. So, was knabberst du an mir? Was soll denn das? Ich fühle mich da nicht wohl dabei. Mehr Stahlattacke. Aber warum ist dann Stahl auf Fee? Wenn du mit so einem Stahlträger auf so eine kleine Tinkerbell-Fee draufhaust, dann berührt die sich nicht mehr, oder? Deswegen, oder was? Deine Pokémon sind ja so toll, ich bin entzückt. Ja. Aber warum stehen wir jetzt hier? Warum ist hier, bist du in der Sackgasse? Hier ist ein Gegengift. Hier ist einfach ein Gegengift. Freunde, ich habe so viele Fragen. Meine Pokémon haben trotzdem alles gegeben. Deswegen bekommen sie jetzt ein leckeres Poffli. Ich will auch. Poffli für den Sieger. Was war das für eine Ecke? Ich verstehe es nicht. Haben? Meins? Gewusst wie? Auch in den PC-Boxen kannst du jederzeit prüfen, welche Attacken ein Pokémon beherrscht. Das hatte ich jetzt nicht angezweifelt. Hier ist Sackgasse. Okay. Ja, ich bin mir unsicher, ob wir doch noch in diesem Part die Arena schaffen können. Das habe ich Zweifel. Okay, ich hätte früher noch oben abbiegen können, oder? Wäre das eine Sackgasse gewesen? Nicht zwingend. Aber ich finde scheinbar nicht dahin, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall eine Sackgasse. Das ist schon mal ein Ding. Oh, schnell weg hier. Der bringt den Schlüsselbund sonst zum Schmelzen. Also rein geografisch... Nee, das ist nicht so. Der Irrwald funktioniert so. Also jeder Ausgang ist zwar dort, wo er hinführt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das muss nicht immer korrekt sein. Wisst ihr? Oder? Genau. Da ist nämlich der Busch. Pass mal auf. Hier rechts, ne? Da waren wir eben. Da sieht man jetzt rechts diesen Bärenbaum und dann den Moosstein. Wenn ich hier hingehe, bin ich ja bei den Bären und da oben links ist der Moosstein. Ist nicht so, dass ich immer woanders hingehen würde und es wäre wie im Zelda-Wald, im Irrgarten, dass bei der falschen Entscheidung irgendwo anders hingehst, oder wie bei Paper Mario Sticker Star, sondern, ja, okay, ist schon festgeschrieben, aber es muss nicht geografisch korrekt sein. Wir müssen einfach nur jeden Gang einfach mal erkunden. Und wenn wir das gemacht haben,
Dann haben wir alles. Hihi, rate mal, wer Pokémon-Kämpfer am meisten liebt auf der ganzen Welt. Ich! Wer ich sagt, ist ein Fischgesicht, Anne. Flavion. Ja, der hat nur zwei Schwächen, Feuer und Boden, sag ich euch. Hat nur Feuer und Boden. Fee gegen Fee. Aber Fee gegen Stahl bringt ja nichts, ich Depp. Stahl gegen Stahl. Bringt auch nichts und ist auch nicht sehr effektiv. Aber Stahl gegen Fee, deswegen gleicht sich's aus. Oh, clever. Guck mal, wer ist der beste Schlüsselbund im ganzen Land? Unser Klavion. Er singt seinen Song. Ratatatong. Weg ist der Balkon. Hier kommt Corazon. Dankeschön. Das war sehr gute Zusammenarbeit vom Beat und vom Reim. Also, Wasser. Hat er auch Gestein drauf gehabt? Weil Stahl wäre sehr effektiv auf Gestein und das ist ja quasi so. Ja, ihr wisst schon, was das ist. Was ist Corazon für ein Ding? So ein Riff, so und so. Nicht eine Alge. Eine Koralle. Sagt der Name. Ich habe kurz auf den Namen geguckt. Kann man ableiten. Eine Koralle, wollte ich sagen. Wenn Pokémon Kämpfe so sehr liebt wie ich, der steckt doch Niederlagen liebevoll weg. Ja, ja, du Loli. Müssen die. Komm, wir muntern. Wir freshen die mal auf. Wollt jetzt sowieso mal jemand anders kämpfen lassen, aber. Das Dero bekommt sogar keine EP. Boah, die sind alle auf Level 88. Was ist denn hier los? So, wir sind im Wald. Macht es Sinn, Turtok zu nehmen? Turtok macht immer Sinn, oder? Turtok nehmen wir in letzter Zeit nur noch zum... Wenn es eng wird und kämpfen. Irgendwie hat er es verdient, doch mal wieder casual dran zu kommen. Das ist ein bisschen Mega-Turtok-Schuld. Aber das muss gar nicht sein. Flucht gescheitert. Diebreiz hat keine Wirkung. Wo kommt man denn jetzt hier raus? Sag mal an. Achso, es war eine Sackgasse. Ich erinnere mich. Das heißt, es gibt immer noch nur einen Weg, by the way. Falls jemand verwirrt ist oder nicht so Aufmerksamkeit zollt. Ein wildes Porygon erscheint. Freunde. Ich weiß nicht, wo er regulär erscheinen kann, aber im hohen Gras? I don't know. Pokémon Rot-Blau kann ich euch sagen. Nur in der Spielhalle. Das ist nämlich ein künstlich geschaffenes Pokémon. Da geht's gar nicht anders. Ist auch ein Baum, aber es geht noch weiter. Das riecht nach Ausgang, wenn ihr mich fragt. Das ist das Pokémon-Dorf. Das heißt, ich will das gar nicht. Ich suche die TMs. Und erkunde jeden weiteren Weg. Sackgassen wie diese gefallen mir da auch sehr gut. Warum gibt es hier wilde Katzen? Einfach Wildkatzen, Freunde. Sag doch deinen Namen. Aber was ist denn hier los mit... Also, warum? Müssen wir es also tun. Bevor meine Nerven irgendwie mich zerfressen... Setze ich Topschutz ein. Let's go. Let's play. Das hier... Oh, das führt einen wieder hier raus. Das ist ein Loop. Das finde ich verrückt. Aber immerhin habe ich dann den Weg auch gesehen. Ich war dann also noch nicht bei der TM. Es gibt aber auch noch diesen Weg. Oh, ich hasse alles. Das geht.
Ihr kommt schön mit, Freunde. Mitgehangen, mitgefangen. Wir müssen ja herausfinden, ob das wieder dahin führt, wo ich glaube. Dungard, mein gutes Sir. Wie geht's dir? So ist es halt, Freunde. Was soll ich sagen? So ist es halt. Okay. Hab das Glücksei rausrotiert, ne? Soll ja nicht allzu lange anhalten, Freunde. Ich hoffe, dass dahinter nicht so viele Kämpfe sind. Der Typ, der da war, ist wahrscheinlich ein Trainer. Aber das andere, was wir da finden, ist sehr wahrscheinlich ein... Ja, im Pokémon-Dorf wird es bestimmt wieder eine TM geben. Ach, ich habe die TM gesehen. Wird es bestimmt wieder ein Pokémon-Center geben und dann wechsle ich wieder zurück. Und du bist ein Trainer. Zeit für ein bisschen PR-Arbeit in Sachen Pokémon. Was habt ihr alle für ein Problem? Der Hermann. Du hast auch irgendwas gesehen, von wegen, ne, wenn die englischsprachigen Leute sagen, wow, how badass are the German names? How the name Wolfgang? Wolfgang is such a cool badass name. Oder Reinhard. Ist wegen hard und so, ist really hard und... Ja, hier hat Turtok aber auch mal, ne, Deluxe-Karte gezogen, habe ich das Gefühl. Das ist ja wohl mal, ne, das war sicher träumt. Es reicht, das freut mich. Dem Niveau ist Schaufler nicht mehr so krass, aber es reicht. Simsala, den kriegen wir schon eher weg. Was soll der Geiz? Dampfschwall. Ja. Als ob. Tja, damit hast du nicht gerechnet. Ich tue so, als wäre alles einkalkuliert gewesen. Tja, komm mal an, hast mein Geburtsjahr erreicht. Der Schuss ging eindeutig nach hinten los. Deine Pokémon sind ja genauso süß wie meine. Turtok? Turtok ist schon süßer. Protein! Oh shit, ich habe keinen Ausgang gefunden. Das darf nicht wahr sein. Ist denn dann das... Dann weiß ich gar nicht, wo es lang geht. Hier ist noch ein... Nee, den Weg bin ich gegangen, oder? Wie kommt man denn dann? Ich schau mal ganz kurz, wenn wir hier das Dorf erreichen laut Karte. Da ist er. Das hier ist ein Loop. Ich habe vielleicht in irgendeiner Ecke nicht gesehen, dass man da vielleicht nochmal weitergehen kann. Die TM muss ja auch gut versteckt sein. Oder man geht hier lang und geht zurück. Nee, das ist nicht. Das ist immer ein Loop, egal was passiert. Wo wäre noch ein... Das ist ja noch was. Ich muss etwas übersehen haben. Ich muss noch irgendwas übersehen haben. Aber eigentlich... muss ich alles haben. Sackgassen. Ah, der Wald kriegt mich dran. Ist doch schön. Okay, guck mal. Jetzt habe ich das auf einmal gefunden. Die Wiesentafel. Das andere ist bestimmt schwerer versteckt, aber... ich weiß nicht, wo. Oder?
Da ist irgendein Witz dabei, ne? Irgendwo, wo du zurückgehen musst oder so ein Quatsch. Mann, ey. Oder wo man nicht sehen kann, wo du quasi auf die Map zu radeln musst oder so. Irgendein Ort, der identisch aussieht. Es muss mit dem Loop zu tun haben. Der ist der Einzige, der noch hier ziemlich Fragen offenlegt. Pass mal auf. Ne? Die sehen vielleicht alle identisch aus, aber... Hä? Es sind doch zwei verschiedene. Guck mal, jetzt ist es nach unten hin. Das wollte ich gar nicht. Okay, ich will es nur verstehen auch. Bin ich zum Teufel? Item X-Treffer. Das ist ja witzig. Da kommt mal noch ein Zerschneiderbusch. Na prima. Und jetzt? Genau da, wo ich hin wollte. Mit meiner Schwarzmagie zaubere ich ein Pokémon aus meinem Pokéball. Abracadabra. Simsalabim. Das verlorene Pokémon Bim. Okay. Nee, was ich sagen wollte, ich habe ja schon die Vermutung aufgestellt, dass es zwei identische Räume sind, die wir da haben. Aber einer geht ja nach unten hinweg, wo es dann hell wird, Richtung Pokémon-Dorf. Und der andere... Ja, der führt halt jetzt... Also nach unten hinweg ist die Lösung. Die Lösung aller Träume... Das ist ja praktisch. Rätsel gelöst, oder was? Stark, stabil. Oh, das war... Ja. Das ist ja Fliegen sehr praktisch jetzt, ne? Dann hau ich jetzt auch mal ab. Traumborg, dann weiß ich, wie es sich anfühlt. So. Guck, die Kaveto. Kramchef. Ach, mir egal. Ich nehme es mit allen auf. Ach stimmt, ich könnte ja Stein benutzen. Stärke. Da habe ich schon mal nachgedacht. Nicht nötig. Aber bei Stärke denke ich immer, ich habe eine normale Attacke. Meine Schwarzmagie wirkt wohl. Eure Weißmagie strahlt wohl zu hell. Wirkt nicht, hat sie gesagt. Energieball. So Stahl, oder? Ich verwechsel es mit Gyroball möglicherweise. Sekunde. Das ist Pflanze. Moment. Pflanzenattacken? Ich muss da nochmal checken bei Priegeron. Ob das vielleicht eine Sache wäre. Genauigkeit 100. Das sieht mir sehr stabil aus, eigentlich. Samenbomben? Ach so. Ah ja, physisch und spezial ist das Zauberwort an der Stelle. Aber wäre das nicht das Ding, wäre es eine sehr schöne Sache. Energieball. Ja, da müssen wir den Wald jetzt haben. Ich will halt nur nochmal die Situation verstehen. Ich bin jetzt auch wieder hier rausgekommen. Guck mal, hier geht's jetzt nach unten und da geht's raus. Wenn ich jetzt allerdings hier hingehe, ne? Da geht's hier auch raus. Hä? Gehe ich hier an den Baum und komme da zurück? Ach, hier oben ist ja auch zu! Das sehe ich jetzt erst. Es sieht sehr ähnlich aus, aber ist es nicht. Und das hier ist dann wohl wieder ein Loop. Jetzt ist der Weg wieder da. Ja, einfach drauf achten. Einfach drauf achten.
Ja gut, ich bin mir nicht sicher, was das Pokémon-Dorf genau war. Vielleicht gibt es ja nur Pokémon und keine Menschen. Deswegen gibt es ja vielleicht auch kein Pokémon-Center. Aber wir erfahren es im nächsten Part. Und dann reden wir mit dem Arena-Leiter, wir haben ihn gefunden und werden bestimmt wirklich im nächsten Part die Arena machen. Also, da sehen wir uns wieder. Danke fürs dabei gewesen sein. Das war der Irrwald, so ist es. Und wir machen Fortschritte. Ja, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!